Hallo und ganz herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und dem Düring. Heute gibt es ein What I Got For My Birthday von mir. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Du flüsterst. Es gibt, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und, boah, das ist schon richtig lange her, dass ich ein Video mache. Alleine so, ne? Und die Mama nur hinter der Kamera sitzt. Man sieht, ich habe Blumen bekommen. Die zeige ich jetzt als erstes, weil ich kann die hier nicht aufs Bett stellen. Die muss die Mama mir jetzt gleich wieder abnehmen. Die habe ich von meinen Eltern bekommen. Die sind mega schön. Ja. Bitte sehr, Mama. Also sonst kippt das gleich um. Ja. Also, mein Lieben. Ich finde, wir bleiben in zwei Sachen, die ich von Mama und Carsten bekommen habe, ne? Ich habe von Mama und Carsten Klamotten bei Chiquelle bekommen. Wie ihr wisst, ich liebe Chiquelle. Von Chiquelle. Ich liebe Chiquelle. Und ich habe als allererstes mal ein Sommerkleidchen bekommen. Das sieht so, und das habe ich noch nicht anprobiert. Ich werde euch auf jeden Fall Bilder einblenden, die ich nachher noch mache. Das so haben wir ja schon in einem anderen Video, hatten wir es schon ein bisschen gezeigt, aber noch gar nicht eingeblendet, ne? Wir es jetzt noch einblenden. Ja. Nee, aber das Kleid haben wir festgestellt, da haben wir dann das noch... Das ist ein groß, ne? Das ist ein M. Ich glaube, ich habe es... Ich denke, ich habe es... Naja, ich gucke mal, ich ziehe es einfach gleich. Sonst müssen wir es in S nochmal bestellen. Dieses T-Shirt, wie ihr seht, ich liebe Oversize-T-Shirts. Dieses T-Shirt, San Francisco. Dieses Die müssen hier. Noch gewaschen werden. Den Pulli, den hatte ich schon an, weil ich den einfach so cool finde. Monaco, ich habe den auch irgendwo versaut beim Essen. Ich war nämlich mit meiner Freundin essen. Hier. Ich war mit meiner Freundin essen. Die findet den auch mega cool. Die wird sich den jetzt auch bestellen, dass sie den Partnerlook gehen kann. Den finde ich mega schön. Den will ich übrigens morgen wieder anziehen. Ja, ich weiß. Ich muss und du hast so schön. Die anderen Sachen probierst du ja gleich das an. Dann fotografieren wir das, blenden das ein. Und dann wasche ich die Sachen. Dann kannst du den anderen Pulli morgen wieder anziehen. Und wir haben noch ein was. Und zwar gibt es nämlich einen Rabattcode. Ne? Mit hart 20, schreibe es aber hier nochmal rein, bekommen wir bei Chiquelle bis Freitag 20% auf alles, außer auf Sale und Beauty. Wir wurden nämlich schon unter dem anderen Video angeschrieben und auch über Instagram. Habt ihr keinen Rabattcode? Weil wir selber bestellen auch immer einen Rabattcode. Wir haben die Sachen bestellt über einen Rabattcode von Nina und Luisa, ne? Vom Familienkanal, haben wir genutzt. Ja. Und die nutzen schon mal unseren Rabattcode, das ist ganz gut, also 20% Rabatt. Und bei Chiquelle, die haben wirklich eine super Qualität. Das ist wirklich, ne? Also, wenn man im Internet shoppt, weiß man ja nie, was ankommt, ne? Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn man im Internet kauft, man weiß nie, was ankommt. Die haben einfach so eine gute Qualität. Die haben innen die immer dieses, wie fast sagt man? Alle Pullis sind so angeraut. Genau, das ist richtig schön. Ja, und auch die Stickerei und so ist richtig gut, ne? Ja, auch naja. Guck mal bitte, ich meine, ne? Ja, das und die liefern total schnell. Ne? Die Sachen waren, obwohl wir in Spanien sind, waren die innerhalb von 4 Tagen mal die Sachen hier. Super geil. Und Gott sei Dank noch vor dem LKW-Streik. Ja. So, Lea, jetzt sind wir ganz ich gespannt. Ich will die Luftballons nicht anmerken, weil ich kann mich hier gar nicht richtig hinsetzen. Die schönen Luftballons. Also, ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Ich habe so ein großes Paket von meinem Freund bekommen. Und da wir hier in Spanien halt kein DM haben, wir haben halt eine Drogerie, da gibt es aber halt nicht viele Sachen. Da wir kein Rossmann DM oder sowas haben, wünsche ich mir halt immer Drogerieprodukte. Und diese Kisten, die habe ich übrigens vom Familienkanal Nina Lisa bekommen. Ich habe aber da jetzt mal schon die Sachen reingeräumt. Ich habe von ihm Haargummis bekommen, weil er weiß, dass ich immer meine Haargummis verliere. So Badepads hier, die benutze ich richtig gerne von Malia und Isana. Badesalz, da freue ich mich so drauf. Und ich habe ganz viele von diesen Augenpads bekommen. Ich habe noch mehr davon bekommen. Richtig geil, ich liebe die Augenpads. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die auch gerne mögt. Ich habe Lea steht da mega drauf. Viele Beauty-Produkte von ihm bekommen. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich habe mich erst gefragt, wie denn einkaufen war beim DM-Markt. Und dann an der Kasse Einkaufswagen nur mit Mädelsartikel. Masken. Dann habe ich auch einen Brief von ihm bekommen. Willst du ihn mal vorlesen? Nee, der ist eher auf Spanisch. Ich habe mich so darüber gefreut, ne? Ich habe zwei von diesen A1 habe ich schon auch gemacht, zwei von denen Baby sanft geküsst Labellos, weil ich immer so trockene Lippen habe. Und noch hier die. Habe ich mich auch mega drüber gefreut. Dann habe ich, das ist einfach so toll, ich habe Badekugeln. Ich liebe Badekugeln und ich habe mega die besonderen Badekugeln bekommen. Und zwar hier die Schatzmomente. Den habe ich einmal in blau und einmal in rosa. Da ist ein Armband drin. Das ist voll cool. Das werde ich heute ausprobieren, weil ich gehe mich nämlich gleich baden. Und ich habe noch mehr Badekugeln bekommen. Dann habe ich noch hier die bekommen. Die habe ich bei Familienkanal Nina und Luisa mal gesehen. Und zwar ist da so ein Spruch drin. Die habe ich auch in 2 Farben von ihm bekommen. Mega cool. Freue ich mich auch schon mega drauf. Das hier habe ich von meiner Schwiegermutter bekommen, von der Mutter von der Mutter von meinem Freund. Sagt man da in eurem Alter schon Schwiegermutter zu? Ja, ja.
Das ist eine Form, damit kann man Pralinen machen für Ostern. Und ich habe von ihr noch hier das bekommen, das soll halt meine zwei Hasen darstellen. Süß, ne? Die übrigens hier lauter um meine Füße rumhoppeln. Guck mal hier. Die sind so frech. Ich musste schon das Kabel von der Beleuchtung hochmachen, dass sie sich anknabbern. Die fressen alles an. Ne? Guck mal, ich habe auch von ihm, von meinem Freund bekomme ich immer so Lichterketten. Sag ich, hier steht jetzt Happy Birthday, ne? Ich liebe Lichterketten. Da haben die Hasen meine Lichterkette angefressen. Denn wenn man das nicht alles wegmacht, fassen die alles an. Ja, aber Lea hat im ELL-Zimmer eigentlich hasensicher, ne? Ich habe extra Boxen, Plastikboxen geholt und so, dass sie nichts anfressen können. Ich habe alle meine Sachen hochgestellt. Dass sie halt auch den ganzen Tag im Zimmer rumlaufen können. Der Käfig ist immer auf, die können dann rein und raus. Die gehen, wenn sie müssen, in ihren Käfig. Wenn sie Hunger haben, gehen sie da rein und zum Schlafen. Und sonst hüpfen sie herum. Aber seit neuestem fressen die auch Bettwäsche an. Ja, das ist gar nicht gut. Also das Bettlaken zumindest haben sie angefuttert. Naja, voll süß finde ich das. Und hier, das werde ich dann zu Ostern mal ausprobieren. Dann habe ich das ein bisschen witzig, habe ich von meinem Freund Seifenblasen bekommen. Ja, ich bin 17 und habe Seifenblasen bekommen. Und zwar, ich weiß auch nicht warum, aber ich liebe Seifenblasen über alles. Ich könnte den ganzen Tag Seifenblasen machen. Und jetzt habe ich von meiner Mutter, wann habe ich Seifenblasen von dir bekommen? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen hat meine Mutter mir ein Paket Seifenblasen bekommen. Vier Stück. Mehr. Ich freue mich immer so sehr auf diese Seifenblasen. Ich jetzt nicht, nicht ich auf es. Die Kamera, Lea. Oh. Ich finde es einfach toll. Dass deine Mutter gestern dein Fenster geputzt hat. Ich finde es toll. Und hier ist die Seifenblasen dagegen. Dann habe ich Capri-Sonne bekommen, da habe ich drei Pakete von bekommen. Ich liebe Capri-Sonne, hier gibt es keine Capri-Sonne. Also manchmal gibt es in ganz, ganz seltenen Ländern so kleine Capri-Sonnen, aber nur orange. Ja. Und das ist meine Lieblings-Capri-Sonne und da habe ich drei Pakete von bekommen, habe ich auch schon zwei getrunken. Das hier sind meine Lieblings-Fruchtgummis, die sind von Red Band, da habe ich auch zwei. Hast du auch schon eine Packung fast gegessen? Leer gegessen. Aber noch eins ist da drin leer. Hier, Orangen, die kannst du alle haben. Ich habe noch ein Paket davon bekommen. Das sind meine Lieblingsfruchtgummis, gibt es hier auch nicht. Ich finde die einfach so lecker, die Red Band. Mögt ihr die? Schreibt die mal in die Kommentare. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Die ich liebe total die gerne. Die Roten sind meine Lieblings. Dann habe ich zwei Pakete Toffifee bekommen, weil ich auch Toffifee über alles liebe. Und Lea liebt fast alles an Süßigkeiten. An Süßigkeiten in Deutschland. Hier gibt es einfach nicht diese Auswahl, die es in Deutschland gibt. Toffifee, mega gut. Habe ich eigentlich auch keine mehr. Dann habe ich vom Familienkanal Nina Lisa, das habt ihr ja schon gesehen, von Rituals noch hier das bekommen. Das werde ich heute auch mal testen, wenn ich mich gleich baden gehe. Dann habe ich auch noch hier diese Bonbons bekommen, auch vom Familienkanal. Aber das, was Lea vom Familienkanal das bekommen hat, ich im anderen das Video hat schon sie gezeigt. In dem Geburtstagsvlog schon gezeigt. Da könnt ihr gerne mal schauen. So, dann hat mein Freund Erkältungsbad bekommen. Aber das habe ich bestellt. Und zwar gibt es hier in Spanien auch nicht die es in Deutschland gibt. Und das habe ich auch bestellt, weil unseres war leer. Und das brauche ich halt immer. Wenn ich erkältet bin, mache ich mir immer ein Erkältungsbad. Nana? Mhm. So, ich habe ganz viele Briefe bekommen. Hier, der war vom Familienkanal Nina Lisa. Den der ich war schon so schön. Der war richtig schön. Hier, das war von meiner Oma Karin. Hast du auch schon gezeigt? Ach, hier, das sollte ich mal zeigen. Die Fotos habe ich mit meiner Freundin gemacht, weil wir am Samstag essen waren zu meinem Geburtstag. Voll am schön. Freitag war die Essen. Ach ja, Freitag, genau. So, dann habe ich von meinen Eltern noch Ferrero Rocher bekommen, weil ich liebe Ferrero Rocher. Eine große Packung extra. Es ist ein Wunder, dass ich die noch nicht aufgemacht habe. So, dann habe ich von meinem Freund noch Hanuta bekommen. Hanuta gibt es hier nämlich auch nicht und ich liebe Hanuta über alles. Die Kerze, die habe ich auch schon gezeigt vom Familienkanal Nina Lisa. Napo. Habe ich auch schon aufgemacht, habe ich ja auch von Familienkanal Nina Lisa. Ich habe noch keins angeboten bekommen übrigens. Ja, hier. Ich habe jetzt erst alles schon mal aufgemacht. Ey, Salus, davon musst du bestimmt welche ja, haben. Oh, die habe ich auch von meinem Freund bekommen. Wir lieben Salus, meine Mutter und ich. So, dann habe ich Eiskonfekt bekommen von meinem Freund. Hast du probiert, Lea? Nee, noch nicht, aber möchte ich probieren. Lea kennt kein Eiskonfekt. Nee, aber ich wollte es unbedingt machen. Ich kenne ja hier die schon, die habe ich ja jetzt vorher, die liebe ich, ne? Die hat Lea, aber so auch nur kennengelernt durch Familienkanal Noida, die Nappos, ne? Ja, so. Ah ja, dann habe ich den Spinner bekommen. Weißt du, wo die früher so modern waren? Der war von meinem Freund und ich habe den gesagt, ich will den unbedingt haben. Und habe den einfach weggenommen, sozusagen. Dann habe ich ganz viel Dextralin bekommen, weil ich den liebe und die gibt es ja auch nicht. Traubenzucker. Apropos Traubenzucker, ich habe auch eine Packung bekommen, Traubenzucker-Lutscher, da habe ich schon einen probiert. Und? Sehr lecker. Kinderriegel habe ich auch bekommen. Die gibt es zwar hier auch, aber die sind viel teurer als in Deutschland. Und ich liebe Kinderriegel. Carsten auch. Da werde ich Carsten auch ein paar von abgeben.
Dann habe ich Bittersport bekommen, einmal in Vollnuss, in Marzipan. Und den Marzipan habe ich auch schon angefangen zu essen. Ja, ich muss ja alles mal wieder probieren. Ja, dann habe ich hier die bekommen. Hitchis. Ich liebe diese Hitchis. Die hat von ihrem Geburtstag bis jetzt, also 3 Tage, ist sie nur am Essen. Ich bin nur am Essen. Die hat gestern irgendwie 60 Und ich habe Dime bekommen. Ihr wisst, das ist Dime meine Lieblingsschokolade. Obwohl ich momentan schon so viel Dime gegessen habe, ich kann es fast nicht mehr sehen. Wir haben nämlich gestern noch Leas Geburtstag mit Oma und Opa gefeiert und Tante und Onkel, ne? Das habe ich auch von Familienkammern. Von mir. Gesehen. Lea, und dann hast du gestern wie viel? 6 Schnecken oder so gegessen? Zimtschnecken, ja. 6 Zimtschnecken und 2 Stücke Käsekuchen. Dann habe ich von meinem Freund noch Haaröl bekommen. Vorhin auch aus Deutschland. Und das hier, Arganöl, habe ich von der Familie Kanalina und Lisa bekommen. So. Also bist du erstmal ausgestattet mit Beauty. Guck mal, wie mein Bett aussieht. Das sehen die nicht, ne? Zeig mal. Ich zeig mal. Oh mein Gott. Jetzt ja alles so übrigens. Und das Beste, jetzt war mein Finger das, auch von das Beste kommt ja noch. Und zwar ist das nämlich von seiner Arbeit, das hat er selber gemacht, das ist ein Luftdruckmotor, glaube ich. Und das hat er mir geschenkt. In seiner Ausbildung hat er das gemacht. Ja, der hat mir letztes auch schon mal so ein Teil geschenkt von seiner Ausbildung, das finde ich irgendwie ja cool. Guck mal, cool. Dreh mal andersrum, so von der Seite. Ne, von der Seite, so, ja. Cool, ne? Ja, mega. Finde ich mega cool. So. Was noch? Ich muss jetzt geht's noch hier. Weiter. Ah ja, dann habe ich von meinem Freund noch Tee bekommen. Und zwar, jede Menge. Ich liebe Tee. Ich habe einmal marokkanische Minze bekommen. Früchtemischung. Jeden habe ich noch nie probiert. Der sieht auch voll cool irgendwie aus. Süßholz mit Minze. Den werde ich auf jeden Fall mal probieren. Und noch schwedische Blaubeeren. Die haben wir schon mal auch von Familienkanal Luisa bekommen. Die ist richtig lecker, ne? Ja, so. Ach, Freunde, so, dann habe ich hier das von meinen Großeltern bekommen, von meiner Mama, die Eltern. Da war ein Brief drin mit Geld und einmal einer meiner Lieblingskekse, Oreo, ein riesengroßes Paket. Nee, du hast so viele Süßigkeiten bekommen. Das war übrigens ein Paket von meinem Freund und da steht, wie soll man das auf Deutsch sagen, vor 17, vor, ach, das meine gibt's Liebe. Gar nicht. Ja, alles Gute, zum ja, 17. meine Liebe, so ungefähr, ne? Kann man ja nicht so wörtlich übersetzen. Dann habe ich den kleinen Panda von meinem Freund bekommen, weil ich nenne ihn ja immer Panda, weil der so riesen Augen hat. Der große Panda, der, guck mal, wie der aussieht, der wie der große, abgenutzt ist. Ja, schon. Weil ich den immer sage zum Arme. Den kleinen hier, der ist voll süß. Der ist noch weiß, der kleine. Ja. Noch. Dann habe ich ein Buch von meinem Freund bekommen, das habe ich mir schon so lange gewünscht. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal lesen. Das ist ein spanisches Buch. Ich glaube, das gibt es auf Deutsch gar nicht. Wie heißt das? Nosotros en la Luna, wie auf dem Mond. Wir auf dem Mond. Ja, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. So, wenn dann kam das Highlight von dem Paket. Und zwar habe ich diese Kopfhörer bekommen. Und zwar, wo mein Freund letztes Jahr Sommer, ne? Im Sommer. Im Sommer bei mir war, hat er sich diese Kopfhörer hier im Mediamarkt gekauft. Und hat mir gesagt, dass er mir die auch kaufen wird. Irgendwann mal. Und jetzt habe ich die bekommen. Und so sehen die aus. Die sind mega cool. Und die haben einen Sound, Leute. Richtig geil, hat mich mega drüber gefreut. So. Ach ja, dann habe ich meinen Freund noch hier diese riesengroße Hoodie-Decke bekommen in knallrosa. So. Und zwar habe ich nämlich zu meinem 16. schon mal eine Hoodie-Decke von ihm bekommen, eine graue. Aber ich bin immer halt traurig, wenn ich halt die hier waschen muss. Dann habe ich immer 1-2 Tage keine Hoodie-Decke mehr. Jetzt hat er mir noch eine geschenkt. Mega cool. Nicht wirklich cool, weil Lea wollte so. Ja, weil du hast doch ganz vergessen, was hinter dir sitzt zu zeigen. Nee, das habe ich nicht vergessen. Ah. Das dürft ihr noch gar nicht das sehen. Das haben sie in einem anderen Video schon gesehen. So, dann habe ich das hier von meiner Freundin bekommen. Da war auch ein Brief drin. Ah. Ein Brief. Und so eine Box. Das war alles in der Box. Man hat die Box aufgemacht, dann war die Box halt voll mit Konfetti. Oh, und dann hat sie mir einmal so ein Halskette mit einem L drauf geschenkt. Dann habe ich, da war auch noch Gin the Wonder. Mein Freund hat mir Gin the Wonder geschenkt und meine Freundin hat mir Gin the Wonder geschenkt. Aber das ist meine Lieblingsschokolade, das habe ich die schon komplett aufgegessen. Das ist nicht wahr. Leute, die müsste eigentlich jetzt hier sitzen und 5 Kilo mehr auf der Waage haben. Die hat 3 Tage durchgegessen. Die werde ich auf jeden Fall morgen in der Schule anziehen. Raffaello, die werde ich jetzt auch essen. Lea, jetzt lass uns das Video mal erst ich esse jetzt nicht ein Video. Ich versuche nur, dass hier nicht alles voll Konfetti wird. Dann war da noch ein Parfüm drin. Das ist jetzt momentan mega modern hier. Das gibt es in Deutschland auch nicht leider, aber das riecht mega. Siehst du? Mega. Wollen wir ein Parfüm verlosen? Aber das Problem ist schon verschicken, ne?
Das Verschicken ist das Problem. Ja. Aber wir gucken mal. Ich kümmere mich mal darum, was das ist. Dann habe ich ganz viele Süßigkeiten bekommen. Also hier das. Und ach ja, und meine Lieblingsnagellackfarbe. Und zwar weiß sie, dass das meine Lieblingsnagellackfarbe ist und hat mir die geschenkt, voll süß. Ich werde mal gucken, dass wir in den nächsten zwei Wochen mal nochmal was verlosen. Und ein Schlüsselanhänger. Das sieht so aus, mega süß. Und da war noch eine Sache dabei. Aber die darf ich niemandem erzählen. Ja, da hat die mir im Auto die Nase lang gezogen. Aber ich darf dir nicht sagen, ich darf dir nicht zeigen, was ich bekommen habe. Soll das auch niemandem Leute, jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, Lea ist 17 geworden, die Freundin hat ihr was geschenkt. Was niemand wissen darf. Was sie nicht ihrer Mutter und keinem zeigen und sagen darf, was es ist. Und es hat 25 Euro kostet, Lea mir gesagt. Yes. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, helft mir mal, was könnte es sein? Das ist das. Ach nee, ja, jetzt kommt das Coolste. Ein riesen Einhorn habe ich von meinen Eltern bekommen. Toll, ne? Ah ja, und dann habe ich von meinem Vater Geld bekommen, von meiner Oma aus Deutschland habe ich Geld bekommen, dass ich mir jetzt selber Klamotten oder sowas kaufen kann. Von meinem Patenonkel habe ich Geld bekommen. Tante Steffi. Tante Steffi habe ich Geld bekommen. Und Stefan, ja. Ja, also die fragen immer, was Lea sich wünscht, aber die letzten Jahre wünscht Lea eigentlich meistens Geld, ja, damit sie da selber was kaufen kann. Das Einhorn, das hat sie sich jetzt so gewünscht. Und die Klamotten, also den Pulli, den hat sie mir damals gezeigt bei der... Luisa, ach, die hatte so den anderen, oh, den will ich auch haben. Ja, und dann war's das, oder? War's das, Lea? Hast du alles gezeigt? Ah ja, von mir und von Carsten fehlt noch ein Geschenk. Das haben wir letzte Woche Freitag bestellt und sollte am Montag oder Dienstag schon ankommen. Aber da seit Montag hier die LKW streiken, kam das jetzt nicht an. Ich werde jetzt hier raus eine Süßigkeitenbox machen. Aber das hoffen wir, dass das die nächsten Tage noch ankommt. Dann kann Lea das mal in irgendeinem anderen Video noch zeigen. Ich werde mir jetzt ein schönes heißes Bad mit meiner Badekugel machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen dicken Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das uns Video in die Kommentare. In die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Apropos abonnieren. Irgendwie nur 10% von unseren Abonnenten, also nur von ganz allen, die unsere Videos gucken, sind nur 10% Abonnenten. Der Rest, der guckt, hat uns noch gar nicht abonniert. Leute, bitte abonniert unseren Kanal. Ja, und ja, das ich werde jetzt erstmal mich dick essen. Dick essen, oh, ja. Also im nächsten Video muss ich irgendwie so ein, wie heißt das da, mit dem Weitwinkel muss ich dann filmen, wenn der so dick wird. Oh, macht's gut, lecker, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.